Ja, hi, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin hier wieder am Flughafen Rom Fiumicino. Ich kann das wirklich nicht gut aussprechen. Egal, also Rom FCO ist ja der 3-Letter-Code. Ja, bin da gerade mit einem Expresszug angekommen. Musste übrigens gerade vorne beim Eingang noch durch eine Kontrolle, also damit halt nur die Leute hier durchkommen, die auch ein Ticket haben. Habe ich ja. Und für mich geht es heute mit Alitalia von hier Rom nach Paris, Charles de Gaulle. Halt ein allerletztes Mal, weil wahrscheinlich wisst ihr es oder wenn das Video rauskommt, ist es ja schon vorbei. Alitalia wurde am 14. Oktober 2021 dicht gemacht. Und weil der Laden eine finanzielle Katastrophe ist, dafür gibt es ja die neue ITA, die neue Airline, die übernimmt es ja. Aber ich wollte unbedingt nochmal mit der alten Alitalia fliegen und deshalb mache ich das heute einfach mal. Ja, ich gehe jetzt gleich erstmal noch zum Check-in, um euch den zu zeigen. Ich fliege eigentlich nur mit Handgepäck, deswegen müsste ich nicht reingehen. Aber vielleicht kriege ich nochmal eine Bordkarte. Und ja, dann gehe ich gleich zur Sicherheitskontrolle und dann zeige ich euch mehr. Der Anblick wird auf jeden Fall fehlen. Die ganzen Alitalia-Flüge gibt es ja dann erstmal nicht mehr. Und ansonsten, der Check-in-Bereich befindet sich im Terminal 3 von Rom Fiumicino und war insgesamt eher klein. Also nicht allzu groß dafür, dass es der größte Airline ist am Flughafen. Ja, bin mal kurz halt zum Check-in gegangen. Also dafür, wie wenig Leute da waren, hat es echt lange gedauert. Ja, Boarding Pass hat auch geklappt. Und ich habe noch so einen Alitalia-Sticker. Ja, auf jeden Fall, jetzt geht es zur Sicherheitskontrolle und dann zeige ich euch mehr. Ja, Sicherheitskontrolle ist durch, ging sehr schnell, keine 3 Minuten. War wirklich nicht voll, deswegen hat auch alles geklappt. Und ich gehe jetzt zu den E-Gates, denn da gehen die Alitalia-Flieger ab. Ja, jetzt steht das Gate dran, heute Gate E17. Ja, habe mich jetzt mal hier halt ans Gate gesetzt und jetzt noch ein paar Infos heute zum Flug. Also der Flug dauert 2 Stunden und 10 Minuten und wir fliegen halt um 15.25 Uhr los und landen um 17.35 Uhr hier in Paris Charles de Gaulle, also im größeren von den beiden Pariser Flughäfen. Das Ganze fliegen wir wohl in einem Airbus A320, die genauen Registrierungsdaten blende ich euch ein. Ja, genau 2 Stunden 20 Flug. Boarding ist schon 35 Minuten vorher um 14.50 Uhr, anscheinend in 2 Zonen, also ich bin halt in Zone 2 und habe den billigsten Tarif gewählt, nur mit Handgepäck. Wahrscheinlich dann Zone 1 Business Class, Zone 2 Economy Class soweit. Auf jeden Fall, ich habe meinen Sitzplatz heute auf 21A, also Fensterplatz, und die Aussichten sollten immer schön sein. Und ich freue mich halt auf ein allerletztes Mal mit Alitalia, beziehungsweise erstes und letztes Mal mit Alitalia, denn ich bin nie vorher mit der Airline geflogen und ich werde es auch nicht mehr. Weil die wird ja, wie schon gesagt, am 14. Oktober stellt sie dann den Betrieb ein und am 15. Oktober nimmt dann die neue Airline ITA das Geschäft von Alitalia. Und dann gibt es Alitalia nicht mehr. Eben, wenn euch solche Videos gefallen, würde es mich auch freuen, wenn der eine oder andere auch meinen Kanal abonniert. Ich weiß, ich habe einen kleinen Kanal, aber jeden Sonntag um 13 Uhr kommt ein neues Video. Deshalb abonniert gerne, schreibt einen Kommentar, gebt dem Video ein Like, wenn es euch gefallen hat. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das macht. Danke. Ja, und jetzt habe ich ja alle Infos euch gesagt und deshalb gehe ich gleich mal zum Gate. Und Boarding sollte gleich starten und dann zeige ich euch nochmal Alitalia, wie es halt war, wenn das Video online kommt, ist es ja schon vorbei. Ja, ich gehe zum Boarding, ne? Habe ich euch gesagt, ne? Schön. Alitalia hat irgendwie andere Pläne mit mir. Also der Flug ist jetzt ganz ordentlich verspätet. Also wir fliegen jetzt nicht um 15.25 Uhr ab, sondern erst um 16.25 Uhr. Also schöne Stunde Verspätung. Und ankommen sollen wir in Paris um 18.22 Uhr. Das Gute ist, Alitalia hat mir sogar auf 2 Wegen die Benachrichtigung geschickt. Einmal per SMS und einmal per E-Mail. Also doppelt sicher und sie haben es hier auch durchgesagt. Also ja, komme ich halt eine Stunde später und ist nicht toll, aber lässt sich nicht ändern, dann ist halt so. Ich hoffe, dass der Flug einfach alles geht und dann, ja, dann zeige ich euch hoffentlich jetzt gleich das Flugzeug. Ja, nochmal zweites kleines Update. Jetzt wird der Flug wohl um 15.55 Uhr starten, also eine halbe Stunde Verspätung, und landen sollen wir um 17.52 Uhr, also wieder so eine komische Zeit. Aber sei es drum,
der Flug geht. Und jetzt sogar ein bisschen früher wieder, also es freut mich halt. Also ist schön und dann gehe ich jetzt hoffentlich gleich mal zum Gate, denn jetzt ist es sehr schneller als gedacht. Boarding gestartet, in Reihen, nicht in Gruppen. Und da steht die schöne Maschine. Ja, zuerst die Reihen 31 bis 20. Und deshalb, ich zeige euch jetzt das Flugzeug. Ja, und so sieht das Flugzeug halt von außen aus. Aber erstmal steigen wir ein, denn es staut sich gerade auch mal nicht, das ist ganz schön. Ansonsten gibt es in diesem Flugzeug 171 Sitze, davon entfallen 34 auf die Business Class. Dann gibt es noch zwei Reihen mit, also am Notausgang. Das heißt nochmal 12 Sitze mit mehr Beinfreiheit. Ansonsten 125 normale Economy Class Sitze. So sieht es halt aus. In der Mitte ist bei den Business Class Sitzen so ein kleiner Tisch. Gibt es bei auch British Airways. Ansonsten, die normalen Sitze sehen halt so aus mit dieser schwarzen Seite und dieser roten Kopf. Ja, meine Reihe ist heute übrigens die Reihe 21 bzw. Sitzplatz 21. Ja, angekommen im Flugzeug. Seit einer der ersten Saison ist es noch recht leer. Ich zeige euch mal den Platz. Ja, so sieht halt die Sicherheitskarte bei Alitalia aus. Standardmäßig ist okay. Ansonsten gibt es halt noch eine Kotztüte, wie in eigentlich jedem Flugzeug. Ist eine pro Sitze, pro Sitz. Sitzabstand, naja, das fühlt sich an wie bei EasyJet, kann ich euch sagen. Tisch ist okay, auch von der Sauberkeit her. Und auch ist noch groß genug. Sauberkeitmäßig ist die Sitzstätte aber eine absolute Katastrophe. Also mal ehrlich, Alitalia, was zur Hölle ist das? Das ist ja ekelhaft. Also andere Worte fallen mir nicht ein. Ja, ansonsten gibt es noch Kleiderhaken halt an jedem Sitz. Ja, wie gesagt, Sitzabstand könnte besser sein. Die Sauberkeit auch sehr. Es ist mir schön, wenn es sehr viel besser wird. Also ich kriege fast Kaugummi oder so. Irgendwas klebt, das ist lecker. Aber keine Ahnung, was das in Formi ist. Das, ja, kennt ihr irgendwie so nicht. Vielleicht war da mein Bildschirm eingebaut, das sieht irgendwie danach aus. Ja. Ansonsten, ich habe jetzt Sitzplatz 21a halt. Und dann wollen wir gleich zum Start fahren. Und dann soll ich. Ladies and gentlemen, good afternoon, Captain speaking on behalf of Alitalia, would like to welcome on board. Boarding operations are being completed in a few minutes, so we are waiting last passengers. After about the flight time to Paris is 1 hour and 40 minutes, the weather is fine. The first part of the flight, Paris area, the weather in Bordeaux is cloudy, probability of shower, and the ground temperature is 60 degrees Celsius. The crew will assist you for anything you might require during the flight. Thank you for your kind attention. Enjoy your flight. Nach dem schönen Start möchte ich jetzt nochmal die Sitze genauer zeigen. Also erstmal die Sitze, ihr seht, sind noch relativ dick. Also neuere Sitze sind ja eher dünner und ich finde die ein bisschen altbacken, aber war okay. Nur der Sitzabstand, naja. Ansonsten vor euch gab es halt das und naja, da müsste eigentlich ein Entertainment-System drin sein, wenn es richtig eingebaut ist, aber irgendwie wurde es rausgenommen oder nicht eingebaut. Ja. Ansonsten, dafür gibt es halt in der Armlehne den Kopfhöreranschluss und auch die Regelung zur Lautstärke. Ansonsten, die Kabine war heute ziemlich voll, also fast jeder Sitzplatz belegt. Und über euren Köpfen findet ihr halt erstmal individuelle Leselichter und auch individuelle Lüftung. Zudem halt noch den Knopf zum Rufen der Crew und ja, das Anschnallzeichen und sowas halt alles.
Ja, ansonsten, das ist halt noch die Toilette. Schon mal sauberer als meine Sitztasche. Was man bedenken muss, erstmal der Wasserhahn, der ist verdammt stark eingestellt. Also, wenn man seine Hand runterhält, spritzt es überall hin. Seife ist immerhin vorhanden. Ja, aber sonst halt größenmäßig okay und eigentlich nichts Besonderes. Ihr müsst, habt auf jeden Fall genug Platz, euch zum, umzudrehen. Also, ja. Handtücher und sowas ist auch alles vorhanden und ja, passt. Ja, an dieser Stelle würde ich euch gerne den Service zeigen, aber es gab keinen. Es gab nichts. Das Einzige, was wir bekommen haben von der Crew, war dieser Zettel zur Anmeldung in Frankreich. Ja, da muss man übrigens noch einen Zettel aus. Ansonsten ist ein standardmäßiger Zettel. Servicemäßig, die Crew, ich habe das Gefühl gehabt, die waren uns, also die waren die Passagiere egal. Haben halt nur diesen Zettel ausgefüllt, ausgeteilt, damit wir halt das alles haben. Ansonsten, Service, null, nichts, kein Snack, kein Desinfektionstuch, kein Trinken, nichts, nada. Da ist beim Milchflieger mehr los gewesen. Ja, und jetzt kommt halt die Landung in Paris, Charles de Gaulle, beziehungsweise gerade jetzt der Anflug. Was ich übrigens rausgenommen habe aus meinem Video, ist das Babygeschrei, das ich mir durchgehend anhören durfte. 2 Stunden lang, das hat echt Spaß gemacht. Ja, ansonsten, ich hoffe, wir genießen den Anflug erstmal auf Paris. Ladies and gentlemen, they got your safety partners to welcome you to Paris. It is now 10 minutes to 6. Thank you for flying with Alitalia and arrivederci. Ja, das Aussteigen war dann auch eher ein bisschen naja, chaotisch. Einige hatten noch Anschlussflüge mit wahrscheinlich Air France und ja, war dadurch ein bisschen gestresst, einige, aber ich war einer der Letzten, der rausgegangen ist und ihr seht die Sauberkeit, naja, war auch von Passagierseite nicht so super. Ja. Ansonsten, das war ein letztes Mal mit Alitalia. Mein Fazit zu diesem Flug kommt gleich noch. Ich sag schon mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, jetzt bin ich hier in Paris Charles de Gaulle gelandet mit Alitalia. War nochmal ein letztes Mal mit Alitalia. Aber ich würde auch sonst nicht mehr einsteigen in diesen Flieger, wenn die noch weiter existieren würden. Denn dieser Flug lässt sich genau nur mit wenigen Worten beschreiben. Ach du Scheiße. Denn es gab 3 große Dinge, was in diesem Flug grauenhaft war. Erstens, okay, das Kindergeschrei. Das hat man immer mal wieder am Flugzeug. Das würde ich jetzt gar nicht mehr auf Alitalia schreiben. Das ist halt, hast du immer mal wieder. Dass ich eine ganze Reihe mit der Familie erwische. Ja, passiert. Aber dafür kann Alitalia nicht so viel, glaube ich. So, was jetzt aber die wirklichen Gründe sind, warum ich nie wieder bei Alitalia einsteigen würde. Fangen wir mal mit noch ganz leicht an. Die Sauberkeit. Sauberkeit? Ach du Heier, ey. Das Ding sah aus, als ob das 3 Monate nicht geputzt worden wäre oder so. Grauenhaft. Also das sah ja, keine Ahnung, dreckig wie sonst was aus. Dann der Service. Also es gab ja keinen Service. Es gab kein Desinfektionstuch, es gab kein Trinken, es gab kein Essen, es gab kein gar nichts. Und das ist für eine Nationale von einem Land armselig. Das habe ich ja schon bei Brussels Airlines präzisiert und das kritisiere ich jetzt wieder. Und das dritte, richtig, richtig große Ding, warum ich bei Alitalia nicht mehr einsteigen würde,
auch wenn sie noch weiter existieren würden. Sicherheit. Sicherheit an Bord. Ich habe noch nie in Europa so eine schlechte Sicherheit an Bord gesehen wie auf diesem Flug. Während der Landung, beziehungsweise kurz davor, ist das Kabinenpersonal eigentlich nochmal kurz durchgegangen, hat so hingeschaut oder halt auch nicht. Also die eine Rückenlehne war noch halt nach hinten verstellt, das war ja noch das harmloseste. Es ging eher die Familie, die in meiner Reihe saß. Noch kurz vor der Landung war keiner von denen angeschnallt. Bei der Landung war lediglich die Frau angeschnallt und der Sohn, aber so, also es war ein Kleinkind, ich weiß nicht, sagen wir mal ein, zwei Jahre. So ein Kleinkind wird normalerweise mit einem Extragurt auf dem Schoß von der Mutter befestigt, weil es sicher ist, nicht auf einem normalen Sitz. Aber wenigstens haben wir ihn dann noch auf einem normalen Sitz festgemacht, weil sonst wäre er gar nicht angeschnallt gewesen. Nicht angeschnallt war aber der Vater und seine anderen zwei Söhne. Die saßen einfach unangeschnallt bei der Landung. Also ihr müsst euch vorstellen, bei der Landung ist ein Flugzeug ungefähr 250 Stundenkilometer schnell, wenn wir auf der Landebahn aufkommen. Das ist jetzt keine Geschwindigkeit, wo man unangeschnallt sein sollte. Also Sicherheit wird bei Alitalia anscheinend nicht allzu groß geschrieben. So eine Verspätung noch, okay, sowas kann passieren, das würde ich jetzt gar nicht mehr so übel nehmen. Wir sind jetzt nur, keine Ahnung, 20, 30 Minuten später reingekommen. Für mich nicht weiter schlimm, aber gerade was die Sicherheit angeht, ach du Scheiße, ey. Deswegen, das war heute echt kein guter Flug. Obwohl ich sonst ehrlich gesagt gerne sagen würde, aber nee, also das war ja wirklich grauenhaft. Also wenn ihr einen Horrorflug erleben wollt, dann fliegt noch mit dieser beziehungsweise, gut, das geht ja nicht mehr, aber also das war ja wirklich Horrorflug, wie man sich vorstellt. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, dann sagt ciao und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wenn euch sowas gefällt, auch gerne meinen Kanal abonnieren. Sag ich schon mal danke. Ciao.